Ja, ich bin geboren in diesem Haus, in dem ich hier sitze, Kirchgarde 28. Diesem Anwesen, dem wir wohnen, ist dokumentarisch festgelegt, dass also das 1448 schon vorhanden war, und zwar unter dem Namen Haus zu Aschaffenberg im Kirchgarten gelegen und Haus zur wilden Gänse ebenfalls im Kirchgarten gelegen, hat ein Henne Gänsfleisch, genannt Gutenberg, zu Sinnen, Nutz und Frommen so und so viel Florin oder Taler oder wie das damals geheißen hat, erhalte und hat auf Ehre und Gewissen versichert, dass er die auch wieder zurückzählt. Diese Urkunde ist tatsächlich noch vorhanden. Zu dieser Zeit, 1448, hat nachweislich der Henne Gänsfleisch, der Gutenberg, die Bibel gedruckt, die 48-seitige Bibel. Ja. Also ist praktisch, wenn ich jetzt der so sagen darf, das einzige greifbare Objekt in Mainz, was noch steht, wo tatsächlich nachweislich und dokumentiert mit der Buchdruckkunst in Verbindung steht. Und darauf ist also auch die Familie stolz. Die Leute durften ja nur die drei Fenster breit bauen. Teilweise sind ja manche Häuser, wenn man genau guckt, im ersten Stock herausgebaut, das durfte man. Und dann hoch, da hat man im ersten Stock mehr Platz gehabt als im Erdgeschoss. Ne?